Guten Abend, ganz herzlich willkommen zur Ringvorlesung am heutigen Tag, sowohl bei Zoom als auch auf YouTube. Das ist unsere Ringvorlesung, der virtuellen Ringvorlesung der Universität Göttingen. Ein Virus verändert die Welt. Göttinger Wissenschaftlerin zur Corona-Pandemie. Mein Name ist Ben Mühring und ich moderiere diese digitale Ringvorlesung im Wechsel mit meiner Kollegin Regina Lange, die sich heute wieder im Hintergrund um ihre Fragen an unseren Redner kümmert. Ich möchte ganz, ganz herzlich den heutigen Referenten begrüßen, Professor Dr. Sebastian Vollmer. Herr Vollmer ist Professor für Entwicklungsökonomik mit Schwerpunkt Südasien und zudem Direktor des Center for Modern Indian Studies der Universität Göttingen. Sein Thema ist die Covid-19-Pandemie und die Situation in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Ein Thema, für das es kaum einen kompetenteren Redner geben kann, ist doch die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Armut und Gesundheit. Seit vielen Jahren, sowohl während seiner Zeit in Harvard als auch hier in Göttingen, das Spezialforschungsgebiet von Herrn Vollmer. Er hat beispielsweise viele wichtige Beiträge zum Thema Diabetes veröffentlicht und eine ganze Reihe von NGOs weltweit beraten. Bevor wir kurz zum Inhalt des heutigen Vortrags kommen, möchte ich eine ganz wichtige organisatorische Sache noch ankündigen. Auch wenn in dieser Woche die Vorlesungen und Seminare in diesem besonderen Semester zu Ende gehen, bekommen Sie bei der Ringvorlesung noch einen Nachschlag. Auf unseren Aufruf zur Beteiligung haben sich mehr Wissenschaftlerinnen mit einem Beitrag gemeldet, als in einem Standardsemester untergebracht werden können. Und die Themen waren aber so interessant und vielfältig, dass wir Ihnen nichts vorenthalten wollten. Daher jetzt schon der Hinweis und die herzliche Einladung für die kommende Woche. Es spricht Dr. Philipp Bettin, Gauss Fellow am MPI für Dynamik und Selbstorganisation. Und sein Titel lautet Unkonventionelle Ideen zur Eindämmung von Epidemien und die Rolle zufälliger Fluktuationen aus Sicht eines Physikers. In wenigen Tagen, für einige schon jetzt, beginnen in Niedersachsen die Ferien. Zwar werden viele Urlaub auf Balkonien, an der Ostsee und im Bayerischen Wald machen, aber Fahrten in die unmittelbaren europäischen Nachbarländer sind möglich. Nach einigen lokalen Ausbruchsklustern in der Fleischindustrie oder in sozialen Brennpunkten hat sich die Rate der Neuinfektion hierzulande auf niedrigem Niveau stabilisiert. Eine gewisse Sorglosigkeit scheint eingekehrt, wo sie nicht sogar in Fahrlässigkeit bei großen Partys oder ähnlichem umschwingt. Die globale Situation hingegen, die wir nur aus den Fernsehbildern und allgegenwärtigen Kurven und Statistiken kennen, sieht vollkommen anders aus. Erst am Wochenende vermeldete die WHO den höchsten Tagesanstieg an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Das Geschehen hat sich verlagert, zumindest für eine Zeit. Die Schwerpunkte liegen in den USA, das ist sicherlich eine sehr besondere Gemengelage, aber sonst in Brasilien, Russland und Indien. Auch mehrere lateinamerikanische Länder sind stark betroffen. Viele Befürchtungen, die es von Anfang an gegeben hat, werden anscheinend wahr. Das Virus ist in den Entwicklungsländern angekommen. Für die Länder auf dem afrikanischen Kontinent ist die Entwicklung hingegen nicht so eindeutig und es ist nicht nur die Datenlage, die es schwierig macht, hier Aussagen zu treffen. Die Covid-19-Pandemie betrifft uns alle. Und das heißt mehr denn je, nicht nur Sie, uns, unsere Familien, Nachbarn und Freunde, sondern das heißt alle Bewohnerinnen dieses Planeten. Es ist eben keine Epidemie, sondern eine Pandemie. Und ich bin froh, dass diese Perspektive in unserer Ringvorlesung nicht nur ein nachgeschobener Gedanke ist, sondern wir mit Herrn Vollmer heute einen Vortrag von einem ausgewiesenen Experten dazu hören können. Das ist aber genug der Vorrede. Herr Vollmer, einen guten Vortrag wünsche ich Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Mühring, für die Vorstellung und Einführung. Vielen Dank an das gesamte Team der Öffentlichkeitsarbeit für die Organisation dieser Ringvorlesung. Ich beschäftige mich heute mit der Frage, wie die Pandemie, die Covid-19-Pandemie, sich in Ländern des globalen Südens auswirkt und würde vorab gern bemerken, dass ich zu einer Generation von Entwicklungsökonomen gehöre, die es als eine der größten Errungenschaften empfindet, Forschung vor Ort, mit Menschen vor Ort zu betreiben. Was aber im Moment natürlich nicht geht. Das heißt, alles, was ich im Moment zu berichten habe, habe ich in den letzten Wochen und Monaten am Schreibtisch in der Nähe von Göttingen überlegt und nicht wie sonst in der Erfahrung vor Ort. Also das als Vorschub. Und deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, den Vortrag mit einer historischen Perspektive zu beginnen, nämlich mit der spanischen Grippe.
Die spanische Grippe war die tödlichste Influenza-Pandemie. Es war die tödlichste Pandemie des 20. Jahrhunderts. In der Ringvorlesung haben Sie schon darüber gehört. Sie hat auf eine ganz andere Ausgangslage getroffen als die Covid-19-Pandemie heute. Die Weltbevölkerung war damals kleiner, sie war jünger, sie war ärmer und auch deutlich weniger vernetzt. Sie hat auch zu einem besonderen Zeitpunkt getroffen, nämlich direkt nach dem Ersten Weltkrieg, wo auch durch Militär viel Bewegung war, also sonst mehr als sonst zu dieser Zeit. Und anders als die Covid-19-Pandemie hat sie damals auch sehr stark junge und gesunde Menschen getroffen. Wir haben eine sehr problematische Datenqualität, die Schätzungen variieren, aber klar ist, die Zahl der Toten ist dramatisch hoch, zwischen 30 und 100 Millionen. Und wie hat sich diese Pandemie über die Welt verteilt? Wir sehen, dass die meisten Todesopfer in Asien zu beklagen waren. Mit einer relativ großen Unsicherheit, was die genaue Zahl angeht, war sicher im Dreh um 25 Millionen, aber mit einigen Millionen Unsicherheit nach oben und nach unten. In Europa, Afrika, Lateinamerika und Nordamerika waren die Zahlen deutlich geringer. Wenn man dies auf die Bevölkerung rechnet, bleibt Asien auch an der Spitze mit einer Todesrate von um die 2,5% der Bevölkerung, was wirklich eine dramatische Zahl ist. In Afrika, wo die absoluten Zahlen geringer waren, was daran liegt, dass die Bevölkerungsgröße in Afrika damals geringer ist als heute, war die Todesrate 1,5%, Lateinamerika nahe an 1% und in reicheren Regionen Nordamerika und Europa bei etwa 0,5%. Also wir sehen hier eine ganz klare Verteilung, dass ärmere Weltregionen stärker von der spanischen Grippe betroffen waren als reichere Weltregionen. Das ist ein Muster, was wir auch bei anderen großen Epidemien und Pandemien beobachten konnten. Das nächste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist die HIV-AIDS. Ich nenne es Pandemie, wird häufig nur Epidemie genannt, die immer noch nahezu 1 Million Todesfälle jährlich verursacht. Ihren Ursprung relativ früh im 20. Jahrhundert in Westafrika hatte und deren lange Inkubationszeit ohne Symptome die Verbreitung in Afrika begünstigt hat. Zur Epidemie erklärt wurde es in den 80er Jahren, als HIV-AIDS ins Bewusstsein der reicheren Länder gerückt ist. Die Verbreitung in den reicheren Ländern Nordamerika, Europa war hauptsächlich bei männlichen Homosexuellen zu beobachten und durch Drogeninjektionen. In Afrika ganz anders. In Afrika ist die HIV-AIDS-Erkrankung in der gesamten Bevölkerung stark verbreitet. Es ist noch immer kein Impfstoff bekannt. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn wir uns die aktuelle Diskussion um Covid-19 anschauen, wo wir alle stark auf den Impfstoff hoffen. Bei HIV auch nach vielen, vielen Jahren sehr, sehr intensiver Forschung noch kein Impfstoff verfügbar, was, denke ich, auch etwas mit der Natur des Virus zu tun hat. Es ist schwierig für dieses Virus einen Impfstoff zu finden. Und möglicherweise wird es bei dem neuen Coronavirus auch so sein. Aber seit Mitte der 90er haben wir ein gutes Medikament oder ein Medikamentengemisch, die sogenannte antiretrovirale Therapie, die über die Jahre auch immer sehr viel besser geworden ist und die dazu führt, dass beim Menschen, der mit dem HIV-Virus infiziert ist, AIDS nicht ausbricht. In dieser Grafik sehen wir die Entwicklung der HIV-AIDS-Toten in blau und die durch diese Therapie, ERT genannt, verhinderten Todesfälle. Sie sehen, dass bereits Mitte der 90er mit der Verfügbarkeit der Therapie Todesfälle verhindert wurden, aber nur sehr wenige. Woran liegt das? Das sehen wir ganz klar, wenn wir uns die Verteilung über die Weltregionen anschauen. Links sehen Sie die Todesfälle und die verhinderten Todesfälle in den reicheren Ländern. West- und Zentraleuropa und Nordamerika. Ja, hier sehen wir bereits ab Mitte der 90er, ab Verfügbarkeit der Therapie,
ist die Zahl der Todesfälle dramatisch runtergegangen und klingt seitdem ab. Es sind immer noch welche da, ist immer noch nicht null, aber die Todesfälle klingen stark, stark ab. Und die Therapie ist auch über die Jahre deutlich, deutlich besser geworden, sodass Menschen bei guter Versorgung eine nahezu normale Lebenserwartung erreichen können und nur relativ geringe Einschränkungen in dem Wohlbefinden ertragen müssen. Ganz anders die Situation in anderen Weltregionen. In der Mitte sehen Sie das Beispiel Süd- und Ostafrika. Dort ist die Therapie mit einer Zeitverzögerung von etwa 10 Jahren angekommen. Erst Mitte der 2000er Jahre beobachten wir hier einen spürbaren Rückgang der Todesfälle durch HIV/AIDS, obwohl eine funktionierende Therapie bereits 10 Jahre vorher verfügbar war. Noch dramatischer das Bild in West- und Zentralafrika. Das ist eine Region, die weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sie nicht der Hotspot war. Zwar auch stark betroffen, aber nicht ganz so stark betroffen wie im Süd- und Ostafrika. Hier geht es zwar auch Mitte der 2000er langsam los, dass wir Verbesserungen beobachten, aber nur sehr moderat. Und insbesondere heute haben wir noch hohe Todeszahlen, sodass das Verhältnis dieser beiden Regionen Ost- und Südafrika und West- und Zentralafrika zwischen nahezu ausgeglichen ist, obwohl es am Anfang im südlichen Afrika sehr, sehr viel schlimmer war. Das dritte Beispiel, Ebola. Ebola ist etwas, was viele von Ihnen aus den Medien kennen in den letzten Jahren. Ist übertragbar durch direkten körperlichen Kontakt, insbesondere durch Körperflüssigkeiten. Und es ist dadurch charakterisiert, dass es sehr, sehr tödlich ist. Ungefähr die Hälfte der Infizierten sterben. Seit letztem Jahr haben wir einen Impfstoff, der, so wie das Robert-Koch-Institut schreibt, wohl auch ganz gut funktioniert. Auf der Karte sehen Sie die verschiedenen Ausbrüche von Ebola. Die Größe der Kreise auf der Karte beschreibt die Schwere, die Größe des Ausbruchs. Der größte Kreis, den Sie sehen können, ist in Liberia der West Africa Outbreak 2014. Das ist der Ebola-Ausbruch, den Sie alle in den Nachrichten wahrscheinlich damals verfolgt haben. Hat deutlich über 20.000, über 25.000 Todesopfer damals gefordert. Ja, wodurch zeichnet sich Liberia aus? Liberia zeichnet sich dadurch aus, dass es das Gesundheitssystem oder eins der Gesundheitssysteme ist mit den wenigsten Ärzten pro Einwohner. Wir haben in Liberia einen Arzt pro 100.000 Einwohner. Das heißt, die gesamte Bevölkerung des Landes kommt etwa mit 50 Ärzten aus. In Göttingen im Vergleich werden wir einige hundert haben. Die genaue Zahl kenne ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass es eine dreistellige Zahl ist. 50 Ärzte, das ist vielleicht etwas, was wir ein Mittelzentrum in der Umgebung Göttings beobachten. Vielleicht in Duderstadt oder Einbeck mag das die Zahl sein. Das ist die Zahl, die im ganzen Land verfügbar ist. Und das ist meiner Einschätzung nach auch der Grund, warum das Land von dem Ausbruch so schwer getroffen wurde. Sie sehen zum Vergleich, USA haben 250 Ärzte pro 100.000 Einwohner, Deutschland über 400. Und hier einmal der Kontrast zwischen der medialen Wirklichkeit des Ebola-Ausbruchs und der Realität. Die Medien haben sich sehr für Ebola damals interessiert, als wir die ersten Fälle in Europa und Nordamerika beobachtet haben. Der erste Fall in Italien, der erste Fall in Spanien, der erste Fall in Großbritannien. Und Sie sehen an den Statistiken unten, es ist in Italien und Großbritannien auch bei einem Fall geblieben, in Spanien bei 3. Woran liegt das? Das liegt daran, dass diese Krankheit sehr, sehr gut durch ein funktionierendes Gesundheitssystem eingedämmt werden kann. Sie ist sehr, sehr tödlich. Die Kontaktverfolgung ist relativ, relativ einfach. Also ein funktionierendes Gesundheitssystem muss keine große Ebola-Epidemie oder gar eine Pandemie befürchten. Wir haben hier diesen lokalen Ausbruch in einem armen Land gesehen, was ein desolates Gesundheitssystem zu verkraften hat. Das waren 3 Beispiele, die illustrieren, inwieweit sich die Situation in armen und reichen Ländern unterscheiden. Sehr unterschiedliche Beispiele. Einmal eine große Pandemie, eine Erkrankung, für die es eine Behandlung gibt, die Behandlung aber nicht in den armen Regionen angekommen ist
und dann eine Erkrankung, die man sehr gut eindämmen kann, die aber von den Gesundheitssystemen in den armen Ländern nicht eingedämmt werden konnte. Was bedeutet das für Covid-19? Auch hier trifft das Virus, das SARS-CoV-2-Virus, auf andere Gegebenheiten in Ländern des globalen Südens als in reichen Ländern. Die demografische Struktur ist eine andere, die Wohn- und Arbeitsbedingungen sind andere, der Gesundheitszustand der Bevölkerung ist ein anderer, die Gesundheitssysteme sind andere und auch die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften ist sehr, sehr unterschiedlich. Gehen wir durch diese Aspekte Schritt für Schritt durch. Wenn wir mit der demografischen Struktur anfangen, sehen wir den einzigen Vorteil von Ländern des globalen Südens. Die Bevölkerungen sind deutlich jünger. Hier auf der Karte sehen Sie den Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren. Im Gelb sind sehr junge Bevölkerung, also wo der Anteil über 65 sehr gering ist. Dunkelgrün sind Länder, wo der Anteil über 65 sehr groß ist, also über einem Viertel zum Beispiel in Deutschland. Rechts daneben sehen Sie die altersspezifischen Sterblichkeitsraten von Covid-19. Die sind mit einer gewissen Unsicherheit zu genießen, aber diese Zahlen, die ich hier berichte, sind deutlich besser als die Zahlen, die Sie zum Beispiel in den Nachrichten sehen, wenn Sie die Fallzahlen und die Todeszahlen vergleichen. Da ist die große Schwäche, dass es sich nur um die bestätigten Fallzahlen handelt. Hier in einem Papier, was im März schon veröffentlicht wurde, hat man die Todesraten pro Infektion geschätzt und nicht pro bestätigten Fall. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und Sie sehen an diesen Todesraten pro Infektion, dass die Todesraten in jüngeren Jahren sehr, sehr gering sind. Sie sind nicht null, aber sind sehr niedrig. Dagegen für über 80-Jährige sind sie um 8%. Das ist schon sehr, sehr gefährlich. Und auch für über 70-Jährige und über 60-Jährige sind sie im Bereich, den man als gefährlich einstufen würde. Ja, da haben Entwicklungsländer oder Länder des globalen Südens, ich verwende den Begriff sonst eher nicht, weil ich nur auf Englisch schreibe und deshalb gar nicht in diese Problematik komme, da würden wir von Low-Middle-Income-Countries sprechen, haben hier einen Vorteil dadurch, dass sie jünger sind in ihrer demografischen Struktur als die meisten reichen Länder. Und das war es auch schon mit den Vorteilen. Die Nachteile sind zum einen die Lebensbedingungen. Wir haben hier im Beispiel Indiens eine Vielzahl von Menschen ohne eine dauerhafte feste Unterkunft. Wir haben einen Großteil der Haushalte ohne Toilettenanlage. 40% der Menschen leben ohne Toilettenanlage, ohne eigene. Durchschnittlich schlafen 3 Personen in einem Raum. Und 65 Millionen Menschen leben in Slums auf engstem Raum. Ja, also hier ist es schon fast zynisch, von Menschen zu erwarten, dass sie ein Hygienekonzept befolgen. Das ist nahezu nicht möglich. Die Länder sind auch dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen sehr viel mehr Vorerkrankungen haben. Auch Vorerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck sind auf dem Vormarsch. Hierzu haben wir in den letzten Jahren intensiv geforscht. In Indien haben wir 77 Millionen Menschen mit Diabetes, über 200 Millionen Menschen mit Bluthochdruck. Diese Prävalenz ist etwas geringer als in reichen Ländern, aber der entscheidende Unterschied ist die Versorgung. Und diese Versorgungsunterschiede sehen Sie in der Grafik unten. Ganz links, die 100% sind alle Menschen, die Diabetes haben. Und ganz rechts ist der Anteil, die Erkrankung adäquat im Griff haben. Und Sie sehen, das ist weniger als ein Viertel der Bevölkerung. Entlang des Gesundheitssystems gehen ganz viele Menschen verloren. Viele gehen verloren, weil sie nie auf Diabetes, auf Blutzucker getestet werden oder weil sie nicht angemessen behandelt werden oder weil die Behandlung nicht gut funktioniert. Ja, also von allen diesen 77 Millionen, die Diabetes haben in Indien, ist weniger als ein Viertel, was gut behandelt ist. Die Grafik unten ist nicht nur auf Indien bezogen, sondern die bezieht sich auf alle Länder mit niedrigen, mittleren Einkommen, für die wir Daten verfügbar haben. Wir haben auch große Raten von Unterernährung bei Kindern. Also zum Beispiel 55 Millionen Kinder sind stunted, also zu klein für ihr Alter. Das sind in Indien nahezu 40% der Kinder in dem Alter unter 5. Das sind sehr ungünstige Bedingungen für eine Viruserkrankung, also günstig vielleicht für das Virus, wobei für das Virus auch nicht günstig, weil die Menschen dann sterben. Das Virus möchte eigentlich
die Menschen nicht umbringen. Das Virus möchte eigentlich selbst leben und sich so anpassen, aber das sind jedenfalls Bedingungen, die zu viel Tödlichkeit führen können. Bei Diabetes insbesondere. Es gibt sehr viel intensive Forschung, dass Menschen mit schlecht kontrolliertem Diabetes ein erhöhtes Risiko haben, generell an Infektionskrankheiten zu leiden und auch schwere Verläufe durchmachen zu müssen. Hier noch einige Statistiken zu den Gesundheitssystemen, Durchschnitt jeweils für Länder mit hohen und niedrigen Einkommen. Länder mit hohem Einkommen geben mehr als 10% ihres Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus. Länder mit niedrigem Einkommen nur knapp über 5%. Und das ist relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Jetzt ist es nun auch so, dass Länder mit hohem Einkommen ein Bruttoinlandsprodukt haben, was ungefähr 20 Mal so groß ist wie das von Ländern mit niedrigem Einkommen. Das heißt, diese Unterschiede sind dramatisch groß. Resultiert in Unterschieden, was die Versorgung mit Ärzten angeht. Hier sehen Sie die Durchschnittszahlen. Ich habe Ihnen einige Beispiele gerade beim Ebola-Ausbruch schon genannt. Also mit Liberia einem Arzt pro 100.000 Einwohner. Im Durchschnitt sind es in Ländern mit niedrigem Einkommen 30. In Ländern mit hohem Einkommen über 300. Das gleiche bei Krankenschwestern. Hier das Zehnfache in Ländern mit hohem Einkommen und Krankenhausbetten ungefähr das Dreifache in Ländern mit hohem Einkommen. Das heißt, die Versorgung ist deutlich unterschiedlich. Ups, falsche Richtung. Noch beobachten wir aber die meisten bestätigten Infektionen und die meisten bestätigten Todesfälle nichtsdestotrotz in Ländern mit hohem Einkommen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir eine gewisse Zeitverzögerung haben. Die Dynamik ist jetzt in Ländern mit niedrigem Einkommen vorhanden. Indien hier als Beispiel, als mittleres Einkommensland, ist gerade in der exponentiellen Wachstumsphase. Im Vergleich dazu sehen Sie die Kurve aus Deutschland, die im März, Mitte März in der exponentiellen Wachstumsphase war, das dann durch verschiedene Maßnahmen ganz gut in den Griff bekommen hat und jetzt sich auf einem niedrigen Niveau eingependelt hat, während es in Indien gerade erst losgeht. Es liegt auch daran, dass die Qualität des Testens sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich hatte Anfang der Epidemie zusammen mit Christian Bommer geschätzt, dass nur etwa 10% der weltweiten Infektionen durch Tests entdeckt werden, mit großen Unterschieden zwischen den Ländern. In Deutschland waren es zum Anfang der Epidemie 15%, das hat sich dann ein bisschen gesteigert auf knapp 30%. Die USA haben ganz, ganz schlecht angefangen mit unter 2%, haben das dann aber sukzessive gesteigert. Und die meisten Länder mit mittel- und niedrigen Einkommen testen relativ wenig und entdecken dadurch auch weniger Fälle nur. Und man hört auch immer wieder Berichte, insbesondere die mit autoritären Regierungen korrelieren, dass Todesfälle nicht akkurat berichtet werden. Das ist auch der Grund, warum Christian Bommer und ich unsere Schätzungen nicht mehr geupdatet haben. Unsere Schätzungen haben auf akkuraten Todeszahlen basiert und gerade in einigen autoritären Regimes mehren sich Berichte darüber, dass Lungenentzündungen nicht mehr als Covid-19-Todesfälle klassifiziert werden, einfach um die Todesfälle in den Statistiken klein zu halten und besser dazustehen. Hier eine ganz schöne Illustration von Our World in Data, die zeigt die täglichen Neuinfektionen mit Covid-19, die neu entdeckten Fälle, relativ zum Testen. Je mehr die Linien rot sind, desto weniger Tests werden durchgeführt pro entdeckten Fall. Je mehr die Linien blau sind oder schwarz, desto mehr Tests werden durchgeführt pro entdeckten Fall. Und Sie sehen, in Deutschland und Südkorea sind die Linien sehr, sehr dunkel. Hier wird sehr, sehr viel getestet. In Südafrika, Indien und den Vereinigten Staaten wird noch relativ wenig getestet. Obwohl Trump immer sagt, dass die USA Testweltmeister sind, es scheint wohl nicht zu stimmen. Was sind die Maßnahmen, die ergriffen werden? Wir haben hier einen Katalog von Maßnahmen über Ländergrenzen hinweg, die ich jetzt mal in drei Gruppen eingeteilt habe: Einschränkungen, Gesundheitssystemmaßnahmen, wirtschaftliche Maßnahmen. Wir haben Einschränkungen von Menschenversammlungen, Reisen und dem wirtschaftlichen Leben und auch dem kulturellen, gesellschaftlichen Leben mit der Schließung von Bildungseinrichtungen. Wir haben Gesundheitssystemmaßnahmen, Informationskampagnen, Hygiene, Testen und Nachverfolgen, was in Deutschland eine sehr wichtige Rolle spielt, und Forschung, wobei diese Forschung im Moment die Hoffnung auf einen Impfstoff ist oder auf ein Medikament, und wir sehen werden, wie erfolgreich das sein wird, und wirtschaftliche Maßnahmen, die
aber sich eher auf die reichen Länder beschränken. Wenn wir uns diese ersten Maßnahmen anschauen, die Einschränkungen insbesondere, dann sehen wir, dass reiche Länder und arme Länder sich in der Art der Maßnahmen nicht stark unterscheiden, die armen Länder aber noch strikter sind in der Umsetzung der Maßnahmen. Je dunkler blau die Farbe eines Landes ist, desto strikter sind die Maßnahmen, die umgesetzt werden zur Eindämmung von Covid-19. Ist das sinnvoll? Auf den ersten Blick vielleicht ja, weil die Gesundheitssysteme fragiler sind, haben wir gesehen. Die Gesundheitssysteme können nicht so viel verkraften. Das heißt, sie müssen noch stärker Infektionen vermeiden. Aber zugleich sind auch die Volkswirtschaften schwächer und die Menschen werden durch die Maßnahmen härter getroffen. Die Kontaktsperren wirken sich viel stärker auf arme Menschen aus. Wir haben global über 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Und diese Armutsgrenze ist so niedrig bemessen von der Weltbank, dass es darunter schon fast kaum zu überleben ist. Wenn man sie etwas breiter fasst, haben wir 2 Milliarden Menschen in Armut. Diese Menschen leben von Tag zu Tag, haben wenig Rücklagen, haben wenig Sozialsysteme, die sie auffangen können. Und wenn ihre Lebensgrundlage, ihre Arbeit wegfällt, wird das Überleben schwierig für sie und ihre Familien. Und tatsächlich beobachten wir in niedrigeren Einkommensländern eine größere Abnahme von Arbeitszeit durch Pandemiemaßnahmen als in reicheren Ländern. In den Philippinen hat die ILO geschätzt etwa 60%, Mexiko, Peru 40%, im Vergleich dazu die USA mit 20%. Das führt zu einer berechtigten Sorge vor einer Hungerepidemie als Konsequenz der Maßnahmen. Das heißt, man muss hier sehr, sehr gut abwägen zwischen Schutz vor der Pandemie und einer anderen Gefahr aus Schutz vor der Pandemie. Der zweite relevante Teil, den ich als Nebenwirkung hier nennen möchte, und der trifft auf arme und reiche Länder gleichermaßen zu, ist der Rückgang in anderer medizinischer Versorgung aus Angst vor einer Corona-Infektion. Die Menschen gehen weniger in Gesundheitseinrichtungen. Die Behandlungen von Herzinfarkten, Schlaganfällen sind massiv zurückgegangen in den letzten Monaten. Die Reanimationen zu Hause sind massiv hochgegangen. Es ist davon auszugehen, dass wir in den letzten Monaten genauso viele Schlaganfälle und Herzinfarkte hatten wie sonst auch in den Vorjahren zu dieser Zeit. Aber weniger wurden behandelt, was höchstwahrscheinlich zur Konsequenz hat, dass Menschen zu Hause sterben. In Ländern des globalen Südens war die Versorgungslage auch schon vor der Pandemie schlecht. Und erste vorsichtige Schätzungen deuten an, dass sie noch schlechter geworden ist. Also ich habe ein Beispiel, wo die Impfzahlen in Indien um 70% zurückgegangen sind für wichtige Impfungen, Mumps, Masern, Röteln, weil die Menschen nicht mehr in die Gesundheitseinrichtung gehen wollen. Das heißt, wir brauchen eigentlich in dieser Situation gerade internationale Solidarität. Wir stehen potenziell vor einer echten Katastrophe, nicht unbedingt durch das Virus selbst, sondern auch die Gegenmaßnahmen gegen das Virus, die zu dieser Katastrophe beitragen. Und wir sind in einer Situation, wo die reichen Länder noch sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind. Wir hören immer wieder die Berichte, dass ein Land Medikamente aufkaufen will. Wir hören Berichte, dass Länder sich um Impfstoffe streiten. Und eins ist ganz klar, also ich habe Zweifel, dass es einen gut funktionierenden Impfstoff geben wird. Aber wenn es einen gibt, dann weiß ich ganz genau, was die Reihenfolge sein wird, in der die 8 Milliarden Menschen fast auf diesem Planeten versorgt werden mit diesem Impfstoff. Und da werden sicherlich Nordamerika und Europa als erstes an der Reihe sein und Länder des globalen Südens mit einer erheblichen Zeitverzögerung. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wir bei anderen Epidemien, das Beispiel HIV genannt, auch gesehen haben. Und auch das Gleiche ist hier zu befürchten, auch wenn es keinen Impfstoff gibt, sondern zum Beispiel ein Medikament. Ja, wir bräuchten diese internationale Solidarität gerade im Moment sehr stark. Bislang konnte ich sie nicht beobachten, aber ich habe Hoffnung, dass es in den nächsten Monaten eine Veränderung in der Debatte geben könnte hin in diese Richtung. Damit möchte ich den Vortrag schließen und freue mich auf die Diskussion. Herr Vollmer, ganz herzlichen Dank für diesen wichtigen und mit wirklich vielen, vielen Einsichten verknüpften Vortrag. Ich habe hier tatsächlich direkt eine Frage bereits schon drin. Die Frage erweitert so ein bisschen Ihr Thema. Die fragt, ob der Ausstieg der USA aus der WHO
die Krise in diesen Ländern verschlimmern wird, also wie hoch sozusagen der Einfluss der WHO für die Bewältigung der Krise letztlich ist und wenn die weniger finanziert ist, was hat das dann für Konsequenzen? Also grundsätzlich würde ich sagen, man müsste die WHO stärken und der Austritt der USA ist hierfür sicherlich nicht förderlich, sondern hinderlich. Andererseits ist meine Einschätzung zu der Fähigkeit der WHO, hier aktiv zu werden, auch nicht besonders gut gewesen. Also die WHO sah bei einigen der vergangenen Epidemien auch gar nicht gut aus. Ebola ist ein Beispiel, wo es viele Versäumnisse gab. Also die WHO war in der Vergangenheit relativ schwach. Sie wird durch den Ausstieg der USA noch schwächer. Und möglicherweise führt der Ausstieg der USA zu einer Diskussion bei den anderen Ländern, die WHO zu stärken. Also die WHO war chronisch unterfinanziert, teilweise auf private Gelder angewiesen. Das ist natürlich kein Zustand für eine Organisation von dieser internationalen Wichtigkeit. Danke. Ich wollte mal nachfragen, einer Ihrer Schwerpunkte ist ja Indien und können Sie sagen, wahrscheinlich basierend auf der Forschung zu anderen Gesundheitssituationen, ob und welchen Einfluss das prävalente Kastensystem in Indien auf die Pandemie hat oder auf die Pandemiesituation? Ja, also das Kastensystem ist letztendlich ein Ausdruck von Ungleichheit in Indien. Also Indien ist ein ganz besonderes Land in dem Sinne, dass wir eine sehr, sehr hochklassige Gesundheitsversorgung dort haben. Wir haben für diejenigen, die es sich leisten können, ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Und wir haben für diejenigen, die es sich nicht leisten können oder zumindest also gesellschaftlich nicht einen hohen Status haben, ein sehr, sehr schlechtes Gesundheitssystem und auch schlechte Arbeitsbedingungen, also wo Menschen Arbeiten verrichten müssen, die sie in Gefahr bringen, ohne jegliche Schutzmaßnahmen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr großes Problem. Ich habe hier auch eine Frage einer Zuhörerin, die fragt, was sagen Sie zum Thema Schuldenerlassen und der damit verbundenen Pflicht, ins Gesundheitssystem zu investieren als Gegenmaßnahme? Ja, also das Thema Verschuldung ist ein großes Thema. Es gibt diese Debatten um Schuldenerlasse immer wieder. Ich denke auch, dass das in der gegenwärtigen Situation an einigen Stellen notwendig sein kann oder zumindest hilfreich sein kann. Und wenn diese Gelder ins Gesundheitssystem fließen, dann wäre das sehr wünschenswert. Inwieweit das politisch steuerbar ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Das ist hochkomplex, aber also wenn es im Ergebnis gelingt, wäre das natürlich klasse. Aber hätte auch gewisse Zweifel, dass das funktioniert, politisch. Aljoscha fragt, das ist eine längere Frage, ich lese sie Ihnen mal vor, weil der Vorlauf ist wichtig. Wenn man sich die fehlende Verfügbarkeit von Testkits in Ländern des globalen Südens ansieht, während zum Beispiel Länder wie Deutschland Tests für Fußballspieler verwendet werden, habe ich eher eine pessimistische Sicht, schreibt der Zuhörer, was die Solidarität der Welt zur Bekämpfung von Corona angeht. Frage also, woher rührt Ihr Glaube, dass die Solidarität in Zukunft wachsen wird? Also ich bin auch eher pessimistisch, aber eine Sache ist von Vorteil, nämlich, dass wir in reicheren Ländern, zumindest in Deutschland, in Europa, ein Stück weit zu einer neuen Normalität zurückkehren, also dass wir die Pandemie hier ganz gut unter Kontrolle haben und dass wir nicht mehr so stark mit uns selbst beschäftigt sind. Wenn man diese Diskussion über internationale Solidarität Mitte März, Ende März, Anfang April geführt hätte, wäre das überhaupt gar nicht denkbar gewesen, weil die Aufmerksamkeit dafür gar nicht da gewesen wäre, weil alles auf die Probleme im eigenen Land gerichtet war. Und auch jedes Land sich selbst am nächsten war. Also ich erinnere mich ja daran, dass bestimmte Medizinprodukte in Europa auch beschränkt wurden, also dass jedes Land da seinen eigenen Vorteil gesehen hat. Das ist hoffentlich ein Stück weit vorbei. Das kann sich natürlich schnell wieder ändern, wenn die Epidemie hier auch wieder schlimmer wird, wenn wir eine zweite Welle bekommen, was wir nicht wissen, was sein kann. Dann wäre das, glaube ich, dahin. Aber in der Situation, wo wir jetzt sind, wo wir hier eigentlich es ganz gut im Griff haben, wäre eigentlich die richtige Zeit, unser Blick auf diejenigen zu richten, die möglicherweise noch stark darunter leiden. Danke.
Alex fragt auf YouTube, sind die derzeitigen Hilfsmaßnahmen für die ärmeren Länder zu gering? Okay. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich relativ eindeutig zu beantworten, ja. Eine weitere Frage, die ich hier habe, wäre eine Versorgungsgerechtigkeit, sobald es Medikamente oder einen Impfstoff gibt, nicht eigentlich im Eigeninteresse der reichen Länder, um eine Feedbackschleife bei den Infektionen zu verhindern? Nee, ich glaube nicht, dass es im Eigeninteresse ist. Im Eigeninteresse ist es, wenn es eine funktionierende Impfung gibt, sich selbst zuerst zu impfen. Hm. Also klar ist es bei einer Impfung so, dass wenn meine Mitmenschen geimpft sind, ich mitgeschützt werde, auch wenn ich möglicherweise nicht geimpft bin. Aber das Eigeninteresse ist ganz klar, dass man sich selbst zuerst impft, also wenn dieser Impfschutz dann noch lange anhält. Also im Moment gibt es ja Befürchtungen, dass die Antikörper auch wieder zurückgehen und es möglicherweise keinen langen Impfschutz geben kann. Das wird man sehen. Aber wenn es den gibt, dann denke ich nicht, dass es ein Eigeninteresse gibt. Global gerecht wäre es, die Impfung zu verlosen. Es gab mal einen relativ interessanten Kinofilm, der eine Pandemie prophezeit hat, Contagion. Und da erinnere ich mich, dass am Ende die Impfdosen innerhalb der USA zumindest nach Geburtstag verlost wurden, um dann eine gewisse Gerechtigkeit herbeizuführen, weil man nicht alle gleichzeitig verlosen könnte. Sowas global zu machen, wäre natürlich wahrscheinlich die gerechteste Lösung, aber wahrscheinlich nicht mal logistisch realistisch und von den Eigeninteressen ganz zu schweigen. Ja, das ist eine sehr spannende Perspektive. Ich wollte noch mal auf ein anderes Thema eingehen, was ein bisschen noch im Hintergrund stand. Das ist die Frage der Mobilitätsrate. Es gibt ja gerade in vielen Ländern, die stark betroffen sind, eine hohe Mobilität der Menschen durch Arbeitsmigration. Können Sie anhand der Daten, die vorliegen, sagen, ob Länder, wo diese Arbeitsmigration nicht so oder die Mobilitätsrate nicht so hoch ist, dass weniger ein Problem ist und dass das ein großer Antriebsfaktor ist oder ist das kein Faktor? Doch, also das ist etwas, wo ich in der Vorlesung gerade nicht so drauf eingegangen bin, wo ich eine Grafik oder ein Bild drin hatte von Wanderarbeitern aus Indien. In Indien wurde der Lockdown sehr, sehr früh verhängt, zu einem Zeitpunkt, als Indien noch weit von dem exponentiellen Wachstum entfernt war, was wir heute sehen. Und etwa zu der gleichen Zeit, als der Lockdown auch in reichen Ländern verhängt wurde, hat dazu geführt, dass die Wanderarbeiter in den Großstädten keine Perspektive mehr hatten. Sie hatten nichts zu essen und hatten keine Wahl, als in ihre Dörfer zu Fuß zu gehen. Das Bild, was ich auf einer der Folien hatte, war aus dieser Situation. Und das hat vermutlich sehr, sehr stark zur Verbreitung beigetragen. Und dieses sehr, sehr kostspielige Instrument Lockdown zu einem Zeitpunkt verschwendet, als es meines Erachtens in Indien nicht notwendig war. Und im Gegenteil, durch diese so sehr, sehr unbesonnene Umsetzung, also dass man den Lockdown nicht mit sozialen Maßnahmen komplementär begleitet hat und eher zu einer Verschlimmerung, Verbreitung des Virus beigetragen hat. Das kann ich empirisch derzeit nur schwer belegen, aber in der Theorie ist es absolut plausibel. Und wie vieles, was ich gerade gesagt habe, werden wir das hinterher erst mit Daten handfest belegen können. Alex hat seine Frage sozusagen nochmal präzisiert auf YouTube und sagt, also die Hilfsmaßnahmen sind ganz klar zu gering und er fragt, welche Hilfsmaßnahmen wären jetzt am effektivsten, um die wirtschaftlichen Folgen für ärmere Länder zu minimieren? Ich denke, zwei Dinge könnten aus meiner Sicht hilfreich sein. Also einmal, dass wir die Kapazität von Gesundheitssystemen stärken, zu Testen und Kontakte zu verfolgen. Das ist ja in Deutschland ganz klar die Strategie, die auch ganz gut funktioniert, also dass die Schwellenwerte für eine Neuinfektion pro Woche sich etwa daran orientieren, wie viel Kontaktverfolgung das Gesundheitssystem leisten kann. Und da müssten ärmere Länder gestärkt werden, dass sie mehr Kontaktverfolgung und damit Eindämmung von Infektionen leisten können. Und auch in der Ausstattung in dem Sinne, dass Menschen, die infiziert sind, keine Angst haben, eine Infektion bestätigt zu bekommen, dadurch, dass sie dann in irgendwelche sehr, sehr schlimmen Unterkünfte müssen, komplett isoliert werden, nicht mehr arbeiten können, kein Geld verdienen können. Das ist eins.
Und das andere ist eine wirtschaftliche Unterstützung, also Einkommensunterstützung. Ich denke, die Wanderarbeiter in den Großstädten wären nicht aus Verzweiflung zu Fuß in ihre Heimatdörfer gegangen, wenn sie verpflegt worden wären, zum Beispiel. Also ganz einfache Dinge, die, an denen es dort mangelt. Ich habe hier noch eine Frage, die lautet: Welche Chancen und Schwierigkeiten sehen Sie in der Entwicklungszusammenarbeit von Organisationen wie den UN oder GZ vor Ort? Im Moment sehr schwierig, also weil das betrifft uns als Wissenschaftler, die auch versuchen, einen Beitrag zur Verbesserung zu leisten, natürlich auch ganz, ganz stark. Also weil man viele Dinge, die helfen könnten, vor Ort gar nicht machen kann oder nur schwierig machen kann, aus Angst, Menschen in Gefahr zu bringen. Also Aktivitäten im Feld sind ganz stark eingeschränkt. Meine eigene Arbeitsgruppe war in 4 verschiedenen Projekten mitten im Laufen, die auch das Ziel hatten, Gesundheitsversorgung zu verbessern, die unterbrochen werden mussten aus Infektionsschutzgründen. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber hier sind sehr schnell Lösungen notwendig. Weil, also gerade das letzte Beispiel, was ich genannt habe, mit dem Wegfall von anderen Behandlungen, das ist im Zweifelsfall genauso schlimm oder schlimmer wie die eigentlichen Infektionen mit dem Virus. Aber da habe ich keine Lösung parat, außer dass es eine Herausforderung ist. Ja. Ich würde eine Frage hier jetzt so ein bisschen zur Abschlussfrage machen und Sie mal noch ein bisschen erweitern, die so ein bisschen den Blick in die Zukunft richtet, und ich befürchte, dass Sie wahrscheinlich keine guten Nachrichten haben, was die Einschätzung eingeht, aber das endet ja nicht so eine Tatsache, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Die Frage, ob das zu erwarten ist, dass Länder in Afrika oder auch andere Low-Middle-Income-Countries durch die Corona-Krise insgesamt auch politisch weiter destabilisiert werden. Also das ist sehr schwer vorherzusagen. Also eine andere Sache, die Länder einer sehr ruralen Bevölkerungsstruktur zum Beispiel begünstigt, ist, dass sie auch doch weniger Mobilität haben. Also dass es in Indien sich so stark im ganzen Land ausgebreitet hat, hat was mit diesen Migration von Wanderarbeitern, denke ich, zu tun. Das ist natürlich zu befürchten, dass es eine Destabilisierung gibt. Also ich denke, die wird realistisch dann eintreten, wenn Gesundheitssysteme an ihre Versorgungskapazität bekommen. Also wenn wohlhabende Menschen ein Intensivbett bekommen und arme Menschen nicht, dann denke ich, kann es einen gewissen Zorn geben, auch berechtigten Zorn, der zu einer Destabilisierung beitragen kann. Aber also wollen wir hoffen, dass es in wenigen Ländern oder möglichst in gar keinem Land so weit kommt. Also ich denke, man kann die Epidemie auch in Ländern mit niedrigem Einkommen in den Griff bekommen, weil im Moment die Dinge, die wir zur Verfügung haben, die Public Health Maßnahmen, die Kontaktverfolgung, die ist nicht so teuer. Also das ist keine Hightech-Medizin, die jetzt Milliarden verschlingt. Also die braucht menschliche Kapazität, menschliche Zeit, aber die ist vorhanden. Das bedarf einiger Ressourcen und einer politischen Organisation, und dann kann man auch durchaus optimistisch in die Zukunft blicken. Wenn das gelingt, ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber es ist keine unmögliche Aufgabe, die muss sich angenommen werden. Und ich glaube, es kann nur gelingen, wenn reichere Länder, wenn Gesundheitssysteme mit einer starken Kapazität hier helfen. Und zum Beispiel Herr Streeck hatte, glaube ich, vorgeschlagen, über die WHO mobile Teams zu organisieren, die in Hotspots mithelfen können. Ja, also mal sehen, ob man das umsetzt. Das freut mich zu hören, dass Sie da auch so ein bisschen Perspektiven sehen, wo was funktionieren kann. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Vollmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sowohl den Vortrag vorzubereiten und zu halten, als auch die vielen, vielen Fragen zu beantworten. Und unseren Zuschauern und Zuschauern möchte ich für die super intensive Diskussion bedanken. Mich bedanken für die super intensive Diskussion. Das war sehr, 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 sehr spannend.
auf jeden Fall nicht vergessen. In der kommenden Woche geht es weiter in diesem besonderen Sommersemester. Und da wird dann erst die erste virtuelle Ringvorlesung zu Ende gehen. Den Vortrag hält, wie gesagt, Dr. Philipp Bettin, Gauss Fellow am MPI für Dynamik und Selbstorganisation mit dem Titel Unkonventionelle Ideen zur Eindämmung von Epidemien und die Rolle zufälliger Fluktuationen aus Sicht eines Physikers. Bis dahin, Herr Vollmer, ganz herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Tschüss, vielen Dank.